Ja, grüß Gott zum zweiten Video. Wir wollen uns mit Unterschiedshypothesen beschäftigen. Ich zeige hier nochmal in CODOP das, was wir schon im ersten Video gesehen haben, dass wir einen vermuteten Mittelwertunterschied haben zwischen der Lösungshäufigkeit der Beispiele im Bereich I1 und im Bereich I4. Und das wäre jetzt so ein Fall für diesen Zwei-Stichproben-T-Test. Dann schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Das können wir jetzt nicht mehr in CODOP machen. Dafür gehen wir jetzt rüber nach Excel. Da haben Sie auch eine vorbereitete Datei, Arbeitsschritt 5, Video T-Test-Vorlage. Da steht noch nicht so viel drin, Mittelwert, Varianz, Datensatz. Aber hier haben Sie, Sie sehen, das ist das zweite Tabellenblatt. Als erstes Tabellenblatt haben Sie nochmal unsere Master-Tabelle. So, jetzt ist die hier schon gefiltert. Das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich stelle mal den Filter wieder aus. So, um Ihnen zu zeigen, wie kriegen Sie da jetzt die passenden Datensätze rein. Wir brauchen die Lösungshäufigkeiten einmal von den Aufgaben aus dem Bereich I1 und einmal aus dem Bereich I4. Jetzt könnten wir natürlich hier einfach gucken, I1 geht bis hier so ungefähr. So, da kopiere ich mir die rüber und hier unten fängt irgendwo I4 an. Die andere Möglichkeit ist, dass man das hier filtert. Da kann man hier erstmal alles auswählen, ausmachen und jetzt sage ich nur die Beispiele aus I1. So, jetzt habe ich nur die I1 Beispiele. Hier sind die Lösungshäufigkeiten. Jetzt kopieren, also Steuerung C und dann hier als ersten Datensatz einfügen. Ich füge das mal hier drunter ein und schreibe mir noch darüber, was das war, nämlich I1. So, und dann mache ich genau dasselbe jetzt hier mit I4, also nochmal rüber in die erste Tabelle. Lösungshäufigkeiten, na, Inhaltsbereich ist das, wo gefiltert wird. Wieder alle auswählen, alle abwählen und dann I4 ausgewählt. Jetzt habe ich da genau die Lösungshäufigkeiten für I4. Auch wieder Steuerung C und hier eingefügt. Das war jetzt ein bisschen umständlich gemacht, aber egal. Gut, und hier ist das der Bereich I4. Jetzt wäre als erstes die Prüfung, sind die Varianzen da gleich oder unterschiedlich? Ich zeige Ihnen mal, wie man die Mittelwert und Varianzen in Excel berechnet, obwohl wir das eigentlich nicht unbedingt brauchen, weil das auch alles in diesem F-Test mit herinnen ist, also automatisch eigentlich berechnet wird nachher von Excel. Wir machen es trotzdem mal von Hand, also hier Mittelwert von dieser Spalte hier. Und hier ist das die Varianz, das ist die quadrierte Standardabweichung, das ist in Excel var.s. Schätzt die Varianz ausgehend von einer Stichprobe. So, na, das hat er noch nicht richtig gemacht, var.s. Und auswählen, Klammer zu. So, jetzt haben wir das da stehen. Und weil die Formeln für die zweite Spalte genau dieselbe sind, können wir das da auch einfach herüberziehen. So, wenn jetzt hier unterschiedlich viele Werte sind, müsste man ein bisschen aufpassen, dass hier oben auch tatsächlich die richtigen Zellgrenzen drinstehen. So, jetzt haben wir hier also eine Varianz von 0,7 und da eine von 0,013. Das sieht schon recht unterschiedlich aus. Was noch viel spannender ist, die Mittelwerte sehen auch unterschiedlich aus. Gut, jetzt testen wir aber erstmal, ob die Varianz nicht nur unterschiedlich aussieht, sondern auch tatsächlich signifikant unterschiedlich ist. Dazu brauchen wir die Analysefunktionen, die findet man hier bei Daten, aber nicht unbedingt. So, also hier, ich habe sie zum Beispiel noch nicht da, die Analysefunktion. Deswegen muss ich jetzt hier erstmal gehen auf Datei Optionen und dort auf die Add-ins. Und bei den Add-ins gibt es die Analysefunktionen und die sind hier im Moment deaktiviert, da steht inaktiv. So, jetzt muss man hier unten bei Verwalten, Excel, Add-ins gehen auf Los und dann kann ich die Analysefunktionen hier einschalten. Sind die eingeschaltet und jetzt habe ich hier so ein Feld Datenanalyse. Und das brauche ich jetzt. Datenanalyse und jetzt muss ich gucken, was will ich eigentlich machen. Den berühmten Zwei-Stichproben-F-Test benötigen wir. Gut, dann klicken wir hier mal hin. Zwei Stichproben F-Test, jetzt muss ich die Variable A nehmen, das ist die Werte für I1 und ich kann die meinetwegen auch mit Beschriftungen nehmen. So, dann steht das nachher noch schön in der Tabelle herin und hier die Werte für I4
Beschriftungen und dann kann ich noch sagen, wo es reingegeben werden soll. Jetzt bitte nicht in ein neues Tabellenblatt, sondern ich wähle mal einen Ausgabebereich. Das heißt, ich will, dass ab hier oben das eingetragen wird. Und jetzt klicke ich auf OK. Und dann habe ich diesen ganzen F-Test hier berechnet. Mittelwert, Varianz, sieht man nochmal, das sind genau dieselben, wie ich die hier von Hand berechnet habe. Die Zahl der Beobachtungen 12 und für den F-Test sind die Freiheitsgrade genau 1 weniger als jeweils die Beobachtungen, also jeweils 11. Die Prüfgröße, also unser F für unseren Fall, ist 6,03. Der kritische Wert F bei einem einseitigen Test wäre 2,81, da liegen wir also deutlich drüber. Und wir sehen das auch hier, hier ist der P-Wert 0,002, also unter 0,001 und damit deutlich signifikant. Also da können wir jetzt hier sagen, na, machen wir das vielleicht mal fett, schreiben daneben, ist signifikant. Also haben wir unterschiedliche Varianzen. Wenn wir gleiche Varianzen hätten, würden wir einen anderen T-Test gleichrechnen. Jetzt wissen wir, aha, wir brauchen den T-Test mit unterschiedlichen Varianzen. Auch der findet sich wieder hier oben bei der Datenanalyse. Ich muss ein bisschen runtergehen. Zwei Stichproben, T-Test unterschiedlicher Varianz. So kriege ich hier wieder so ein Dialogfeld, muss ich wieder die Variablen auswählen, also I1. Wieder war wieder mit Beschriftung und I4 auch mit Beschriftung. So, und jetzt die hypothetische Differenz der Mittelwerte. Da muss jetzt das rein, was wir als Nullhypothese widerlegen wollen. Und das wäre, dass wir hier eigentlich einen Mittelwertunterschied von 0 haben. Wir glauben, dass wir dann tatsächlich einen Mittelwertunterschied haben, der größer als 0 ist. Also müssen wir nachher einseitig das überprüfen. Aber jetzt drücke ich erstmal auf OK, beziehungsweise noch nicht, weil ich muss wieder den Ausgabebereich wählen, also hypothetische Differenz der Mittelwerte 0. Signifikanzniveau ist wieder 0,05 und ich wähle wieder den Ausgabebereich. Das mache ich vielleicht am besten wirklich hier passend direkt darunter. So, jetzt habe ich den Zwei-Stichproben-T-Test gerechnet. Freiheitsgrade werden hier etwas anders bestimmt. Ich habe die T-Statistik, das ist also der T-Wert, den ich erzielt habe, ist 2,5. Und kritischer T-Wert, hier müssten wir, das kann ich vielleicht noch etwas breiter machen, so, kritischer T-Wert beim einseitigen Test, das ist der für uns wichtig ist, das hier beim zweiseitigen Test ist nicht so wichtig, das wäre nur dann, wenn wir sagen wollen, wir glauben, wir haben einen und wollen jetzt gucken, ist der größer oder kleiner, aber das haben wir ja gar nicht als Hypothese, deswegen mache ich das hier mal so ein bisschen grau, ne? Damit wir wissen, das ist der entscheidende Wert. Kritischer T-Wert ist 1,75. Wir liegen bei 2,53. Und wir sehen ja auch wieder der P-Wert. Der ist 0,011 und damit jedenfalls kleiner als 0,05. Und damit ist auch dieses Ergebnis signifikant. So, jetzt hatten wir noch gesagt, Signifikanz schön und gut. Ja? Aber das reicht eigentlich nicht. Wir wollen etwas über die Effektstärke wissen. Also, wie groß ist denn dieser Mittelwertunterschied? Effektstärke. Und für diesen Fall berechnet sich die Effektstärke als Wurzel aus das T hier zum Quadrat geteilt durch, Klammer auf, nochmal das T-Quadrat plus Anzahl der Freiheitsgrade. So, ist ein bisschen komplizierte Formel, müssen wir eintippen. Kompliziert ist da vor allem immer, dass man dran denkt, dass man ausreichend viele Klammern setzt. Wurzel, Klammer auf, unsere T-Wert zum Quadrat und jetzt das Ganze geteilt durch, wieder eine Klammer auf, nochmal T-Wert zum Quadrat plus die Anzahl der Freiheitsgrade, Klammer zu und noch eine Klammer zu, dann haben wir es. Und da sehen wir einen Wert von 0,548, also etwas über 0,5. Der Mittelwertunterschied ist signifikant und er ist mittelstark ausgeprägt. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass es hier einen relevanten Unterschied für die Schüler gemacht hat, ob Aufgaben aus I1 oder I4 kamen. Die Aufgaben in I4 waren tatsächlich schwerer als die Aufgaben in I1
und dieser Unterschied ist mittelmäßig stark ausgeprägt. Etwas über 50% der gemittelten Standardabweichung liegt der eine Wert über dem anderen Wert drüber. Gut, das war das jetzt hier schon im Grunde genommen für dieses Video. Jetzt kommt noch eine Aufgabe, die Sie lösen sollen. Und mein Vorschlag wäre, dass Sie genau dasselbe jetzt einfach nochmal probieren. Also Sie können sich das hier abspeichern und dann öffnen Sie die Vorlage nochmal neu. Und jetzt schauen Sie sich die ganze Geschichte aber mal an bei den Handlungsbereichen und vergleichen Handlungsbereiche. Da würde ich auch wieder empfehlen, dass Sie zunächst mal in CoDoc gucken, wie schaut das denn aus mit den Lösungshäufigkeiten zwischen den Handlungsbereichen, wo ist der größte Unterschied zwischen welchen Handlungsbereichen rein optisch, und dass Sie dann anschließend das wieder in Excel genauso prüfen. Und dann kommt hier jetzt gleich so eine Maske als Aufgabe, wo Sie erstmal angeben sollen, bei welchen Handlungsbereichen ist der Unterschied am größten, und dann sollen Sie sagen, ist da auch ein signifikanter Unterschied und wenn ja, wie groß ist die Effektstärke. Und wenn Sie all das bestimmt haben, dann wird es sagen, richtig, und dann sind Sie mit diesem Video durch. Ich gebe Ihnen auch oder habe Ihnen schon in den Ordner gegeben die Lösung von dieser ersten Aufgabe, damit Sie da dann vielleicht auch noch mal was nachschauen können, schneller als wenn Sie immer im Video spulen müssen, wenn Sie diese zweite freie Aufgabe jetzt lösen, wo es darum geht, dasselbe zu machen eben für die Handlungsbereiche, wo der Mittelwertunterschied am stärksten ist. Viel Erfolg dabei! Ja, das war jetzt noch nicht ganz so ideal gelöst. Vielleicht wollen Sie es nochmal versuchen. Entweder Sie versuchen nur die Fragen nochmal oder Sie schauen wirklich das Video nochmal ganz von vorne. Prima, Sie haben die Fragen alle richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch, damit sind Sie mit diesem Video fertig.